bin heute live beim Frankfurter Halbmarathon. Das ist ein Einladungswettkampf. Mit dabei sind unter anderem Katharina Steinruck, Amanal Petros, der deutsche Rekordhalter über die Marathonstrecke, Arne Gabius. Und ich werde das Ganze so ein bisschen ein Stück weit hinter den Kulissen begleiten und mal schauen, ob ich den einen oder die andere vor die Kamera bekomme. Du warst gestern noch auf einer Hochzeit, heute hast du hier den Halbmarathon gewonnen. Wie war das Rennen für dich? Das Rennen war für mich absolut genial. Also besser geht gar nicht. Ich habe jetzt die Quali vor WM, wenn es stattfindet. Und ja, ich würde mal sagen, bin da damit sehr zufrieden. Und jetzt genau in 2 Stunden geht es jetzt nach St. Moritz. Also nur ein ganz kurzer Aufenthalt hier in Frankfurt. Genau, ja. Und in 2 Stunden oder in 3 Stunden ungefähr fahren wir nach St. Moritz. Und ich werde dann bis 15. Oktober da trainieren und versuche ich dann von Zürich aus nach Bonn zu fliegen. Und wie war die Strecke hier für dich? Das ist ja eine ganz neue Situation, auf einem abgesperrten Messegelände einen Halbmarathon zu laufen. Also die Organisation war echt perfekt, super. Die haben super organisiert und deshalb bedanke ich mich auch ganz herzlich. Das war für uns eine riesengroße Motivation. Amanal, dann vielen Dank und viel Erfolg in St. Moritz. Dankeschön, ich freue mich. Miriam, herzlichen Glückwunsch zum 2. Platz in der Gesamtwertung. Wie ist das Rennen für dich verlaufen? Danke, sehr gut. Also ich bin lange mit der Kani zusammengelaufen und habe dann, ich glaube, die letzten 5 Kilometer circa dann nochmal ordentlich angezogen und konnte dann so 2. werden. Und ja, für mich hat es ganz gut gepasst. Also relativ ruhig losgelaufen, das tat mir dann ganz gut und hinten raus konnte ich ordentlich beschleunigen. Also eigentlich genauso, wie ich es mit meinem Trainer auch abgesprochen habe. Wie geht's jetzt bei dir weiter? Ich fahre dann jetzt gleich wieder ins Trainingslager nach St. Moritz und dann bin ich dann noch 1 Woche und in 2 Wochen laufe ich dann in Berlin 10 Kilometer. Miriam, vielen Dank für dieses Interview. Gerne. Katha, wie ist aus deiner Sicht das Rennen hier heute in Frankfurt gelaufen? Ja, also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mal wieder zu rennen. Und mal wieder Wettkampfluft nach einer sehr langen Zeit schnuppern zu dürfen. Die Runde war sehr abwechslungsreich, muss ich sagen, aber es war auch ein sehr hartes Rennen. Also ich musste hinten raus ganz schön Körner lassen, habe auch leider einen taktischen Fehler gemacht, indem ich beim kurzen Zwischenspurt, den meine Kontrahentin, die Miri, bei kurz nach Kilometer 16 gezogen hat, da bin ich voll mitgegangen. Das hat die Muskulatur nicht verkraftet
und bin dementsprechend dann deutlich eingegangen. Und ja, aber ich bin sonst happy. Ich habe meine Bestzeit eingestellt, hier gelaufen bin und alles gut. Wie fandest du insgesamt die Veranstaltung? Es war ja ein Wettkampf unter ganz besonderen Bedingungen hier auf dem Messegelände in Frankfurt. War das ungewohnt oder im Prinzip Business as usual? Natürlich ist es kein Vergleich zu Straßenrennen, wo man von Zuschauern nach vorne gepeitscht wird. Das gibt natürlich nochmal eine zusätzliche Motivation. Hier, die Strecke war zwar sehr abwechslungsreich, es standen Vereinzelte, die einen auch mal angefeuert haben, aber die Stimmung fehlt natürlich auf jeden Fall. Also es war dann doch eher ähnlich wie ein Trainingslauf, ein sehr, sehr harter Trainingslauf, aber gut. Wie geht's für dich jetzt in dieser Saison noch weiter? In 2 Wochen ist in Berlin nochmal ein 10 Kilometer Straßenrennen, da gehe ich nochmal an den Start. Und ja, für die WM habe ich es jetzt leider nicht geschafft. Dementsprechend wird dann wahrscheinlich die 10 mein letztes Rennen dieses Jahr sein. Dann kurze Zeit Beine hoch, um sich dann natürlich auf das Olympiajahr 2021 voll vorzubereiten. Dann jetzt schon mal viel Erfolg für 2021. Danke dir. Tom, herzlichen Glückwunsch zum Rennverlauf. Du hast die WM, du hast die Quali bestätigt, bist in den Top 10 hier in Frankfurt gewesen. Kannst du 1-2 Sätze zu dem Lauf unter ganz besonderen Bedingungen sagen? Also es lief wirklich gut. Ich konnte in der Gruppe auch, habe in der Gruppe, glaube ich, auch viel Führungsarbeit leisten können. 5 von 7 Runden lief es für mich ziemlich gut. Und dann hatte ich ein bisschen Probleme mit dem Bauch. Hatte ich so noch nie, aber ich konnte den Platz. Ich musste jetzt hier unter die besten 3 Deutschen mit Norm kommen und das habe ich geschafft. Und deshalb bin ich ganz guter Dinge, weil auch das für mich jetzt mit der direkten Anreise aus St. Moritz auch ziemlich spontan, weil das Rennen hier ja auch relativ spontan dann stattgefunden hat, konnte ich das jetzt alles so bewältigen. Und in einer Stunde geht es auch wieder zurück nach St. Moritz. Ja, du hast es gerade gesagt, du bist gestern aus St. Moritz angereist, bist heute hier gestartet und gleich wieder 6-7 Stunden zurück ungefähr. Ja genau, also es sind 600 Kilometer. In den Bergen ist man ja nicht ganz so schnell wie auf deutschen Autobahnen, deshalb werden es wahrscheinlich wieder 7 Stunden werden. Naja, zum späten Abendbrot sind wir dann wieder da und naja, ab morgen beginnt die WM-Vorbereitung. Dann viel Erfolg. Vielen Dank. Arne, vielen Dank, dass du dir jetzt nach dem Rennen noch mal kurz Zeit für mich genommen hast. Ich wollte einfach mal fragen, wie ist das Rennen für dich verlaufen? Tja, nicht gut. Also bei Kilometer 7 habe ich ein bisschen Atemprobleme bekommen. Diese Atemprobleme sind bei mir bekannt. Das nennt sich VCD, Vocal Cord Dysfunction, aufgrund von ein bisschen Magensäure, die dann irgendwie an die hochkommt und dann an die Stimmbänder geht, gehen die halt zu. Das habe ich selten im Training. Ich hatte es jetzt das 2. Mal in einem Wettkampf und es ist halt schade, dass es passiert ist. Ich musste halt dann langsamer machen, musste dann stehen bleiben, was trinken und habe so circa 3 Minuten verloren. Ich stand schon ganze 2 Minuten und bin dann halt weitergelaufen, kam dann auch nach 1-2 Kilometern wieder in diesen Rhythmus, das ist 3:03, 3:05. Habe das Rennen dann beendet, weil das war wichtig, dass ich halt ein Rennen beende für London. In 3 Wochen ist London Marathon und ja, kann sein, dass es dann da hoffentlich nicht auftritt. Also es ist erst jetzt 2-mal, wie gesagt, in den letzten Jahren passiert. Wie empfandest du insgesamt die Veranstaltung hier in Frankfurt? Es sind ja ganz besondere Bedingungen auf dem geschlossenen Messegelände. Ja, die Zuschauer fehlen natürlich. Also die vermisst man und auch die anderen Mitläufer oder auch die Hobbyläufer. Aber gut, es sind halt besondere Zeiten. Ich bin dankbar, dass der Jo hier, der Jo Schindler, das mitgemacht hat, dass er ein Rennen überhaupt auf die Beine gestellt hat. Und ich hoffe halt, dass die Athleten das genossen haben, das Privileg halt hier zu laufen und auch für die anderen Hobbyläufer mitgelaufen sind, die halt jetzt keinen Wettkampf dieses Jahr hatten. Arne, vielen Dank für dieses Interview. Das war's auch schon wieder hier vom Frankfurter Messegelände. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal was ganz anderes, nicht der übliche Podcast. Ich konnte aber trotzdem das ein oder andere Interview einfangen, habe noch ein paar schöne Videos machen können von den Läuferinnen und Läufern. Aber jetzt geht's natürlich erstmal wieder weiter mit Podcasts. Also dann, bis zum nächsten Mal und vielen Dank. We'll be right back.